Das Thema von der Convention, why, ist wahnsinnig wichtig, weil ohne einen klaren Warum passiert gar nichts. Und viele Leute gehen in das Geschäft, bestellen die Packung, schreiben sich ein als Mitarbeiter, aber sie wissen nicht einmal warum. Ein ganz klares Warum mache ich das? Ich werde euch meine Geschichte heute erzählen, wie ich bin vor 6 Jahren ein bisschen durch Zufall zu dem Produkt gekommen. Es war kein Zufall. Ich habe eigentlich sogar ein Produkt gesucht zu diesem Zeitpunkt. Ich habe ein Produkt gesucht, das die Nährstoffversorgung einfach, effizient und kostengünstig macht. Und jetzt war ich auf der Suche nach etwas Einfachem und wurde dann eingeladen von Clay Jackson zur ersten Convention von Vima in Las Vegas. Und ich war eigentlich damals gar nicht so wirklich begeistert, in ein Network einzusteigen. Ich habe ganz klar zu Clay Jackson gesagt, ich fliege rüber nach Las Vegas, ich schaue mir das an, weil eine Woche Las Vegas tut mir immer gut. Aber das soll auf keinen Fall heißen, dass ich das Geschäft mache. Nur dann komme ich. Und das, was Pique Borico mit seinem Team kreiert hat, doch das erreichen, was das vorgegebene Ziel ist. Das vorgegebene Ziel heißt, mit einem Produkt alles abzudecken, was über die Nahrung nicht abdecken kann. Und das war das, warum. Aber ganz klar, eine absolute Einfachheit und damit eine Duplizierbarkeit für jede Person auf der ganzen Welt. Es ist ein Produkt, das absolut jeder auf der Welt braucht, in Wirklichkeit auch alle Tiere, und noch niemand weiß. Aber wir nachdenken müssen über das. Ich habe gedacht, wenn ich so ein Produkt in der Hand habe, brauche ich mich über meine wirtschaftliche Zukunft nie mehr Gedanken machen. Das ist die logischste Sache der Welt. Es geht nur darum, weil es so neu ist, weil es so weit entfernt ist von den 46.000 anderen Nahrungsergänzungen, die auf dem Markt sind, wird es hart, dass sie mir glauben. Aber das spielt wieder keine Rolle, weil das ist unser System. Jeder hat Freunde. Und Freunde glauben, besonders der eigenen Story, wie wir gehört haben, wie wichtig die eigene Story ist. Und wenn dann das Produkt, und das hat es mir bereits in sehr kurzer Zeit bewiesen, in unglaublich kurzer Zeit bewiesen, ich wäre mit 10% der Wirkung vollkommen zufrieden gewesen und hätte nie gezweifelt an meinen wirtschaftlichen Erfolg. Das war mein Ziel. Und jetzt sind wir weit über 100. Ich dachte, jetzt müssen wir raus. Jetzt müssen wir das teilen, egal wer uns versteht, wer nicht. Weil das ist eine Aufgabe, eine Verpflichtung. Und da haben wir mit Vima eine absolut geniale Lösung. Und wir haben eine Verpflichtung, dafür zu kämpfen, dass Millionen, Millionen von Menschen dieses Wissen bekommen. Wie sie dann entscheiden, macht doch nichts. Es ist ja ihr Problem, wie es ihre Zellen geht, nicht unseres. Aber wir haben sie immer fort, mit ihnen zu teilen. Ob es der versteht oder nicht, wenn ich mit ihm nur über das Produkt rede, meine Güte, wenn er es nicht versteht, er hat ja fehlerhafte Zellen, nicht ich. Er tut mir schon ein bisschen leid, wenn er Nein sagt. Aber es tut mir wirklich nicht weh. Er tut mir nur ein bisschen leid. 300 Millionen fehlerhafte Zellen, weil er das nicht verstehen hat können. Bitte, ich sage euch eines, die meisten Menschen werden uns nicht verstehen. Warum nicht? Weil das Gehirn die meisten Nährstoffe braucht. Und da sind sie ja so leer. Wie sollen sie denn alles verstehen, was wir sagen? Habt bitte Verständnis für sie. Gebt euch die doppelte Mühe, ihnen aus diesem Problem rauszuhelfen. Durch euren Fleiß, durch unseren Fleiß, wird er andere Menschen treffen, an denen er dann sieht, dass sie doch recht haben. Einer meiner besten Freunde, habe ich gleich in die ersten paar Wochen, wie ich die erste Flasche Vima gehabt habe, habe ich gesagt, du musst es trinken, das ist die Lösung. Da habe ich gesagt, jetzt kommen wir schon wieder mit irgendwas daher. Was soll das jetzt? Warum soll das besser sein wie die hunderte anderen Produkte? Ich habe sie ihm gesagt, er ist ein Freund, bei einem Freund gibt man natürlich keinen Druck und habe ihn dann komplett lassen. Es hat keinen Einfluss auf unsere Freundschaft gehabt. 4 Jahre später kauft er alle 2-3 Monate eine Zehnerpackung. Sag ich, warum jetzt? Warum jetzt immer? Ja, ich habe den und den getroffen und habe sie gefragt, warum es einer so gut geht. Und dann haben sie gesagt, seid Zwiemer trinken. Versteht ihr, müsst nicht immer nur Chuckin jetzt so erreichen, es kommt auch von der Rückseite, wenn ihr fleißig seid.
Wenn ihr ein Ziel habt, wenn ihr eine Aufgabe habt und wenn ihr ein Warum tut ihr es? Warum tut ihr es? Tut ihr es, um Menschen zu helfen oder tut ihr es, weil eure wirtschaftliche Position verbessert? Aber beides geht vollkommen ineinander. Das erste Ziel ist, Menschen zu helfen, mehr Lebensqualität zu haben. Und das sollte an erster Priorität stehen, weil dann habe ich ja kein Problem, wenn am Anfang vielleicht ich mehr arbeite, als ich verdiene. Weil die Freude, wenn dann Menschen zu mir kommen und sagen, danke, dass du das gebracht hast, ist die höchste Bezahlung, die es überhaupt gibt. Und machst du das dann mit mehr Menschen, kommt immer mehr diese Belohnung für dir zurück. Das Danke. Danke, dass du das Leben meiner Kinder, meiner Mutter oder wen auch immer verändert hast. Danke. Das ist eine gewaltige Kraft. Und wenn das dann mehr kommt, auf einmal kommt auch das Geld. Wenn es einer jetzt nur macht, weil er das Geld braucht, weil er große Ziele hat, ist in Ordnung. Weil der muss richtig viel arbeiten und tausenden Menschen helfen, dass das Geld kommt. Der hat wirklich Gutes getan. Dann, was seine Motivation ist, ist vollkommen egal. Aber er muss sein Warum haben. Ich habe beide gehabt. Ich habe ein klares Why gehabt, warum auf das Produkt, weil ich habe so ein Produkt gesucht und ich bin überzeugt, wir müssen alles geben, um das mit anderen Menschen zu teilen. Das ist eine Verpflichtung. Da kann jeder seine Ziele setzen, wo er will, aber es muss für ihn eine Motivation sein. Für mich wäre es keine Motivation gewesen, 3.000-5.000 Euro zu verdienen. Für viele Menschen ist ein 500 Euro Erhöhen des Einkommens bereits eine Vervielfachung der Lebensqualität. 500 Euro mehr verbessert für viele Menschen das gesamte Leben. Und denen werden wir helfen. Aber dann wird es einige geben, die sagen, hey, wenn was so wirkt, vielleicht setze ich meine Ziele höher. Vielleicht kann ich 3.000, 4.000 verdienen und kann es hauptberuflich machen. Ich habe gesagt, warum soll ich es hauptberuflich machen? Ich habe gesagt, ist ganz klar. Nein, nicht warum. Ich sage es euch ehrlich, die Frage habe ich gar nicht gestellt. Wenn ich etwas mache, mache ich es immer nur ordentlich. Weil zwischen ordentlich und ein bisschen oder nicht ganz ordentlich, sind riesengroße Unterschiede. Ein Hobby-Radrennfahrer fährt in der Regel, so die Extremen, 25.000 bis 27.000 Kilometer. Ich bin als Profi zwischen 27.000 und 30.000 gefahren. Es ist nur vollkommen unwesentlich mehr. Das ist nur ein bisschen Professionalität im Allen, was ist du, und ich habe Millionen verdient. Und der Hobbyfahrer muss seine Radschuhe selbst kaufen. Versteht's? Ihr könnt rausgehen, rausgehen und rausgehen und noch keinen Gewinn erzielen. Dieses kleine bisschen mehr Fokus, dieses kleine bisschen mehr ernst nehmen. Und wenn ihr entscheidet, es 2 Stunden zu tun, dann heißt das aber 2 Stunden jeden Tag. Menschen erwarten aus diesem Geschäft, aus dieser Branche ein Einkommen und eine Lebensqualität, sind aber nicht bereit, die auch die Leistung dafür zu bringen. In jedem Beruf, wenn ich um 5 Minuten später komme, kann schon die Gefahr sein, dass wir rausschmeißen. Und das bei Berufen, wo wir für Trinkgelder arbeiten. Was ganz nahe an der Versklaverei ist. Versteht ihr das? Und da wirst du, wenn 5 Minuten, da kommt keiner zu spät. Und bei uns, naja, dann tue ich ein bisschen, dann tue ich wieder ein bisschen und dann tue ich wieder ein bisschen. Versteht ihr das? Entscheidet, wo ihr hin wollt und dann legt diese Zeit Fokus, aber das ist dann ein Gesetz für euch, weil dann realisiert es sich 100%. Wenn ihr entscheidet, ihr wollt das, passiert das. Aber ihr müsst sagen, ich bin bereit, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden oder auch mehr zu arbeiten. Ich habe zwischen 12 und 14 die ersten 1,5 Jahre gearbeitet, weil es mir so Spaß gemacht hat, weil man nichts mehr Freude bereitet hat, als mein Wissen mit Menschen zu teilen und zu schauen, wie die Rückmeldungen kommen. Jeden Tag, jeden Tag.